In meinem vorigen Video habe ich euch ein bisschen gezeigt, wie ihr in REW messen könnt, beziehungsweise wie ihr an das richtige Rauschen kommt, um überhaupt messen zu können. So richtig gemessen haben wir nicht, wir hatten bisher nur ein Loopback, das heißt, wir haben die Soundcard gemessen. Und dieses Mal wollte ich ein bisschen darüber sagen, womit man messen kann und ein bisschen über die Vor- und Nachteile von USB-Mikrofonen reden. Ich bin der Thomas, ich mache seit 2004 in meiner Freizeit K-Hi-Fi und habe in der Zeit auch einige Messmikrofone durchgehabt, ich habe einige Soundkarten durchgehabt und ich habe wirklich so geguckt, okay, wie kriege ich das jetzt halt wirklich hin mit diesem Messen von Musik? Beziehungsweise, was heißt überhaupt Musik? Nein, man misst eigentlich natürlich keine Musik. Man misst natürlich rosa Rauschen, um dann halt einen Frequenzgang zu haben, um halt dann rauszufinden, okay, habe ich irgendwo zu viel, habe ich irgendwo zu wenig, wird es zu hoch zum Ende, ist es einigermaßen linear. Und dafür braucht man ein Messmikrofon, wenn man halt keine brillanten Ohren hat. Und generell selbst dann ist es, wenn man halt wirklich sehr, sehr fähige Ohren hat, ist es praktisch, nochmal mit dem Mikrofon so wirklich kleine Sachen zu finden und möglicherweise zu beheben. Die Palette an Messmikrofonen ist sehr, sehr groß. Wenn man sich halt einfach mal online in diversen Shops umschaut, dann findet man halt von 40 Euro bis 600, 700 Euro, wahrscheinlich auch mehrere tausend Euro, Messmikrofone, die unterschiedliche Features haben, die unterschiedlich angeschlossen werden, die unterschiedlich gut sind, die unterschiedlich kalibriert sind und all den ganzen Spaß. Generell gibt es bei Messmikrofonen an sich, das heißt beim Mikrofon selber, nicht so viel, aber die Dinger müssen möglichst linear sein. Das ist das Erste, was wichtig ist. Und das Zweite ist halt, wie viel Lautstärke können die wirklich ab? Das heißt, wie viel Pegel können die annehmen, ohne irgendwie zu verzerren? Das sind eigentlich die einzigen zwei Werte, die interessant sind. Und je teurer es wird, desto linearer wird es natürlich und desto mehr Pegel können die ab. Hauptsächlich sind so Messmikrofone eigentlich nicht dafür da, um im Auto zu sitzen und irgendwie das Ding um sich herum zu schwingen. Messmikrofone haben in der Regel zwei Sinnfunktionen. Einmal natürlich im Pro-Audio-Bereich, das heißt, wenn wir auf einem Konzert sind oder sonst sowas, sind die Leute, die dann halt ursprünglich als Einmessen, natürlich haben die halt ein Messmikrofon, um das halt einmal zu kontrollieren, was da los ist. Und das andere sind die guten Kollegen aus dem Lautsprecherbau. Das heißt, auch die halten natürlich ihre Mikrofone irgendwie so vor ihre Lautsprecher und gucken, was da kommt aus diesem Lautsprecher raus. Auch ich habe natürlich hier auch schon mal irgendwie so einen Lautsprecher genommen, hier ein Messmikrofon drauf gehalten, um zu gucken, okay, was kommt hier aus diesem Lautsprecher raus. Das können wir natürlich im K-Hi-Fi genauso machen. Und deswegen braucht es jetzt ein Messmikrofon. Sehr, sehr viele Messmikrofone haben einen sogenannten XLR-Anschluss. XLR-Anschluss ist quasi so ein rundes, großes, dreipoliges Ding. Das gleiche wie hier. Also auch dieses Mikrofon hier ist halt ein XLR-Mikrofon. Und dieses XLR-Mikrofon, damit es funktioniert, braucht das halt ein Mikrofonvorverstärker. Das heißt, dieses Mikrofon hier ist halt angeschlossen an mein Yamaha-Mischpult. Da kommt dann tatsächlich auch eine Phantomspeisung für dieses Mikrofon rein. Das heißt, dieses Mikrofon kriegt Strom. Eigentlich kriegt das Mikrofon keinen Strom, weil das Mikrofon ist ein dynamisches Mikrofon. Das heißt, das braucht eigentlich keinen Strom. Aber für dieses Mikrofon habe ich noch einen Vorverstärker und der braucht Strom, der braucht diese Phantomspeisung. Das heißt, auch so ein Messmikrofon braucht eine Phantomspeisung. Das heißt, da muss halt Strom reinkommen, damit das Teil überhaupt funktioniert. Und das heißt, ich habe halt noch so einen Knubbel zusätzlich. Und dieser Knubbel kriegt dann entweder separat nochmal Strom oder dann halt auch per USB-Strom. Heißt, wenn wir uns so im Auto bewegen, haben wir dann halt einen Laptop, dann haben wir noch eine Soundkarte und von dieser Soundkarte geht dann halt unser XLR-Kabel zu einem Messmikrofon. Das funktioniert gut, ist tatsächlich aber einfach ein Teil mehr, was eigentlich ein bisschen nervt. Der Riesenvorteil von diesem Teil ist, also wenn ihr da eine Soundkarte zwischen habt, dann könnt ihr mit dieser Soundkarte natürlich auch eine Loopback-Messung machen. Und da ist es viel einfacher, sowas wie eine Laufzeit und eine Phase zu messen. Das geht dann halt wirklich relativ einfach. Man kann den zweiten Kanal durchschleifen, dann halt in REW sagen, guck mal, das ist hier die Referenz. Und dann funktioniert das super. Ich werde hoffentlich demnächst nochmal ein Video machen, wo ich euch auch zeige, wie man das ohne eine Soundkarte macht. Das heißt, wie man das halt auch mit einer Einkanalmessung hinkriegt, Phase und Laufzeit zu messen.
ohne irgendwie im DSP alles umzukonfigurieren. Man muss nur ein kleines Kabel haben und vielleicht noch was drucken und dann wird das auch funktionieren, glaube ich. Deswegen, wenn euch das interessiert, lasst ein Abo da und dann verpasst ihr das nicht, wenn das irgendwann mal rauskommt hier bei mir auf dem Channel. Okay, das heißt, ich habe jetzt irgendwie schon Nachteile genannt für einen normalen XLR-Mikrofon, weil wir haben halt eine Soundkarte, die wir brauchen. Das heißt, wir haben ein Gerät mehr, dieses Gerät zieht dann halt Strom, dieses Gerät muss dann halt irgendwo hingelegt werden, weil wenn ich im Auto jetzt halt irgendwie was messe, dann will ich möglichst nur meinen Laptop haben und da geht dann halt ein Steckerchen an den DSP und ein Steckerchen ins Mikrofon. Und auch da gibt es Mikrofone. Es gibt von entsprechenden Herstellern, das heißt, ich weiß halt auch von ATF, die haben ein eigenes Messmikrofon etc. Ich habe mir aber vor einiger Zeit dieses Mini-DSP UMIC 1, also Mini-DSP ist die Firma, UMIC 1 ist der Typ. Der Typ von diesem Mikrofon und das ist halt ein gutes Mikrofon. Das Mikrofon kostet um die 100 Euro, 120 oder irgendwie so. Und dieses Mikrofon ist auch kalibriert. Das heißt, es gibt halt mit der Seriennummer, die hier unten draufsteht, könnt ihr euch bei dem Hersteller einfach die Kalibrierungsdatei von diesem Messmikrofon runterladen. Die kann man dann in REW oder die DSP-Software reinschubsen. Und dann sind halt die kleinen Nuancen, die diese Kapsel hier hat, auch nochmal weggeglättet. Das ist super cool. Und eine Sache, die ich vorher nicht wusste, als ich es bestellt hatte, war, das Teil kommt direkt, also wenn wir ein aktuelles Teil kauft, dann kommt das hier direkt auch mit USB-C. Das heißt, das ist hier kein Mini-USB mehr oder irgendwie sowas Wackeliges, sondern hier ist ein stabiler USB-C-Stecker drin. Genauso wie beim Nachfolger bzw. beim UMIC 2. Es gibt ein UMIC 2, das UMIC 2 sieht genauso aus, hat hier eine 2 drauf, ist aber von der Technik hier drin noch ein bisschen weiter, weil das, was wir hier ja haben, ist einmal ein Messmikrofon und hier unten drunter ist ja eine Soundkarte. Das ist also eine Soundkarte in Form von, dass die natürlich das Signal, was hier reinkommt, einmal verarbeitet und in ein USB-Signal gibt. Und das UMIC 1 ist an der Stelle, das kann kein Hi-Res in Form von, heißt, mit diesem Ding hier können wir CD-Qualität messen, ja, aber da ist jetzt hier halt nicht 192 Kilohertz oder sonst irgendwas mit möglich. Für alle normalen Dinge, würde ich sagen, reicht das voll und ganz. Wenn man jetzt Sachen über 20 Kilohertz oder unter 20 Hertz messen will, da funktioniert das hier nicht mehr. Dafür bräuchte man dann das UMIC 2. Das UMIC 2 kostet dann fast mehr als doppelt so viel, irgendwie 280 Euro oder so, kann dafür 192 Kilohertz und bis zu 32 Bit aufnehmen bzw. umwandeln, weil vielleicht wird die Kapsel da vorne die gleiche sein, aber die Elektrik, die da drin ist, ist dann natürlich eine ganz andere. Grundsätzlich ist es so, dass alle Messmikrofone, das heißt selbst das günstigste Messmikrofon, was man kaufen kann, auch das macht in der, ich sag mal, zwischen 100 und 10 Kilohertz wird es nicht wirklich signifikante Abweichungen geben. Das ist halt die normale Range, wo keine Probleme existieren, wo keine großen Ausreißer sind oder so. Erst in den Bereichen halt über 10K oder unter 100 Hertz, das heißt quasi an den Enden des Frequenzbandes, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da sind halt auch oft Kalibrierungsdateien notwendig bzw. sinnvoll, um das halt alles ein bisschen zu linearisieren. Weil die Kapseln, die halt klar in so einem 120 Euro Mikrofon drin stecken, das könnten jetzt nicht die ultimativ besten sein, wenn es halt auch welche für mehrere tausend gibt. Aber das kriegt man halt soweit schon gerade gebogen, sodass man damit arbeiten kann. Und diese Kalibrierung, ja, das ist jetzt so, man kriegt die natürlich die Kalibrierung frisch mit, wenn das Teil irgendwie aus der Fabrik kommt. Das heißt, der Hersteller selber kalibriert das Gerät einmal und dann hat man diese Datei, die kann man runterladen und damit Spaß haben. Was aber dazu zu sagen ist, ist, dass die Kapsel, das heißt, hier einfach die Kapsel, die hier vorne drin ist, das ist die Messkapsel für das Mikrofon, die altert natürlich auch. Grundsätzlich wird empfohlen, ein Messmikrofon spätestens alle 5 Jahre einmal neu zu kalibrieren. Ich habe mein UMIC jetzt hier schon fast 5 Jahre. Das heißt, bei mir wird es jetzt Zeit, das Teil einmal einzuschicken und einmal neu zu messen. Auch das habe ich vor,
werde ich euch natürlich mitnehmen, euch zeigen, wie groß war jetzt die Differenz. Lohnt es sich wirklich nach 4,5 Jahren sein Messmikrofon einzuschicken? Ist es so signifikant, dass ich sage, okay, ohne dem könnte ich nicht leben, die Unterschiede sind riesig. Und grundsätzlich, ja, es könnte sein, dass mir das auch schon mal runtergefallen ist, also so ein bisschen. Und auch das ist natürlich gar nicht gut für eine Messkapsel. Das heißt, es kann sein, dass da Unterschiede existieren und dass ich bisher in den letzten Malen nur Mist gemessen habe, weil ihr wisst ja, wer viel misst, misst Mist. Deswegen das und vieles mehr demnächst hier auf dem Kanal. Habe ich aber noch nicht, deswegen kann ich euch nur sagen, guckt euch ein paar ältere Videos von mir an, wo ich auch ein bisschen über die komplette Materie erzähle. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.